wir freuen uns sehr, ein bisschen mehr in den Süden zu holen. Deswegen bin ich auch froh, dass mal in Baden-Württemberg auch ein bisschen sowas gibt und nicht nur immer in Berlin. Also wir hatten über die Open Knowledge Foundation, wir haben ja auch ein OK-Lab hier in Ulm, haben wir die Organisatoren schon ein bisschen gekannt und haben eben einfach mal angefragt. Und dann hat die Maria Reimer hat eben auch gemeint, sie würden gerne sowas überregional auch machen, also an anderen Städten, dass das ein bisschen mehr Breite kriegt. Jugendtakt gab es ja schon zweimal in Berlin und wir haben das gesehen und auch gehört. Also die waren auf dem Chaos Communication Kongress und es gab eine Chaos-Radio-Folge dazu. Wir fanden das ganz großartig und das ist zum ersten Mal jetzt hier in Süddeutschland. Für uns war klar, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Das ohne irgendwelche Kompromisse eigentlich. Und es läuft auch. Also wir haben es geschafft. Und dann wirklich spontan innerhalb von ein paar Tagen einen Antrag an den Code Week Award geschrieben, dass wir dieses Event nach Ulm holen können. Erfolg liegt auf der Hand. Wir hatten 50 Plätze frei und wir waren schon mehr als einen Monat vorher komplett ausgebucht, also überbucht sogar. Jugendhackt, das ist ein Hackathon für Jugendliche von 12 bis 18. Die kommen her, dürfen sich tolle Projekte zusammen überlegen, brainstormen und dann in Gruppen Projekte umsetzen bis hin zu Prototypen. Sie haben dafür nur 1,5 Tage Zeit und mit Hilfe der Mentoren können sie das dann entwickeln und am Sonntag zusammen vorstellen und damit hoffentlich die Welt verbessern. Wir haben zu jeweiligen Themenbereichen uns in Gruppen gesammelt und mal Ideen gesammelt, was könnte man überhaupt machen. Also es ging von intelligenten Armbändern, die natürlich auch selbst gedruckt werden mussten, über Spiel, also Gamification, so bis hin zu einer Kunstinstallation, wie eigentlich Überwachung aussieht, indem man in den Raum reingeht und sich mal komplett von Kameras Gesichts erkennen lässt und hinterher dann vorgezeigt bekommt, was jetzt alles von einem erfasst wurde. Da machen wir dann eine Datenbank, wo wir dann die Personendaten so dann speichern. Und dann zeigen wir den Personen, die da drin waren, wie viele Daten dann gesammelt wurden. Wir verwenden ja nicht mal alle Möglichkeiten, aber man kann trotzdem schon ziemlich viel rausfinden. Und wenn man dann wirklich noch alle Möglichkeiten verwendet, können ja richtig viele Daten dadurch gesammelt werden. Das wollen wir dann zeigen. Man ist trackbar. Es gibt Mittel und Wege, dass man immer weiß, wo man ist. Und das kann man natürlich ausnutzen. Überwachung ist ein Riesenthema. Wir haben jetzt hier halt Hardware von Raspberry Pis über Arduinos in allen Größen, die passenden Breadboards dazu, Sensoren, Internet of Things, Baukästen, 3D-Drucker natürlich, ohne die geht's nicht. Wir haben wahnsinnig unterschiedliche Projekte. Es fängt an bei gesellschaftlichen Themen, wie einem Spiel, das einem so ein bisschen vor Augen führen soll, dass die eigene Herkunft oder das Geschlecht oder die Hautfarbe eben vom mehr oder weniger zufällig bestimmt wird und aber ganz viel Einfluss auf unsere Entscheidungen hat. Man hat einen Charakter, der bestimmte Eigenschaften vorgegeben hat und manche kann man sich auch aussuchen. Da wird durch ein Zufallsprogramm Glück, Gesundheit, Finanzen, Stress, Lebenserwartung gesetzt, also die Werte. Und unsere Herkunft, Geschlecht, Sexualität, Wohlstand und Gesundheit. Jede 10 Sekunden wird eine Frage erscheinen und jede Frage hat einen Attributenwert. Das heißt, dadurch werden deine Attribute verändert. Zum Beispiel, du hast jetzt eine 2 und eine 3 im Zeugnis nach der 4. Klasse, gehst du trotzdem aufs Gymnasium. Und das wirkt sich dann zum Beispiel auf das Glück von dem Charakter aus. Das ganze Spiel endet dann, wenn du stirbst. Das ist dann ebenfalls vollkommen zufällig generiert und hängt auch von deinen Attributen ab. Was heißt, diese Frage taucht erst auf, wenn dein Stress zu hoch ist, deine Gesundheit zu niedrig oder deine Finanzen zu niedrig. Also ich war völlig überrascht, weil da waren so viele tolle Ideen dabei. Auch die Freude, die die Jugendlichen dabei hatten, das hat man richtig gemerkt. Das fand ich richtig schön. Sie sind begeistert hergekommen und wir möchten sie gerne vernetzt und noch begeisterter heimschicken. Also ich bin der Überzeugung, das sollte nicht das letzte Jugendhackt Süd gewesen sein. Also nach dem beeindruckenden ersten Aufschlag hier, das müssen wir unbedingt nochmal machen.